Ja, bevor du zum Versetzen anfängst, musst du einmal den Trailstopp können. Und zwar mit und ohne Motor und die Maschine also so im Balance halten. Da siehst du ohne runtersteigen, das geht gut. Dann anstarten und weiter Trailstopp. Ja, und er macht den Trailstopp mit den Bremsen. Ebenso versetzen, alles mit beiden Bremsen. Ja, seitlich versetzen. Als erstes nur am Stand, also jetzt noch nicht seitlich. Und dann, wenn du das kannst, dann auf die Seite gehen. Wieder mit beiden Bremsen. Und das Ganze geht auch ohne Motor. Und Hinterrad versetzen. Das ist etwas schwerer, für Anfänger weniger geeignet. Das ist schon für die Fortgeschrittenen. Das geht ebenso mit oder ohne Motor, beim Hinterrad ist egal. Und seitlich versetzen mit beiden Rädern. Ja, und dann ziemlich schwer, mit dem Vorderrad auf eine Seite und mit dem Hinterrad auf die andere Seite versetzen. Das sind schon rein fortgeschrittene Sachen. Ja, das ist zwar kein Versetzen mehr, aber es sind doch mehr oder weniger dieselben Sachen. So, noch einmal. Dieselben Elemente, die man verwendet. Auch schon rein fortgeschrittene Sachen. Ja, Bibi, danke, das hast du sehr schön gemacht.